Den Teil, der natürlich dramatisch ist, den werde ich jetzt nicht vorlesen. Der ist aber sehr schön geschrieben, sehr sanft geschrieben, nur damit ihr wisst. Ich sage jetzt einmal euch, um was es geht. Sie fällt tatsächlich die Treppe runter. Und ich weiß nicht, wie viel Schwangeren es passiert, dass sie ausrutschen und tatsächlich die ganze Treppe im schwangeren Zustand runterfliegen. Mir ist es auch passiert. Und da bist du quasi unten angekommen, mal zuerst total erschrocken und weißt nicht, kannst du jetzt aufstehen oder nicht. Da geht es nicht um dich. In der ersten Sekunde, da geht es nicht um dich, sondern da geht es nur, wie geht es dem Baby? Also es ist ein Mega-Schock und Gott sei Dank passiert da nichts. Sie kommt, also sie geht ins Krankenhaus, wird untersucht, ist alles in Ordnung, Herzle schlägt und alles und kann wieder nach Hause gehen. Und irgendwann kommt auch der Tag, wo der Tom auf die Welt kommt. Und wieder ganz wichtig, was ich hier vermitteln möchte, weil eines Tages war es dann soweit und Tom erblickte an einem Sonntagmorgen das Licht der Welt. Schaut mal, das habe ich ganz, 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 ganz simpel für Kinder mit Herzle und zwar von Hand einfach so mal. Die Bilder sind ja alle künstlerisch und kindergerecht, aber hier mal ganz simpel in der einfachsten Sprache der Welt, des Herzens, das Herz nämlich selbst. Die Geburt war problemlos verlaufen, aber irgendetwas stimmte nicht. Der Arzt und die Krankenschwester tuschelten leise miteinander. Sie sahen immer wieder abwechselnd zwischen Mutter und Vater hin und her, die ihren winzigen kleinen Tom in den Armen hielten. Sie wiegten und streichelten ihn liebevoll und waren überglücklich. So, also stimmt was nicht? Eltern sehen das aber nicht. Die sind voll Liebe, voll Annehmen, voll Freude. Und das ist eben das, was vielleicht im Krankenhaus die wenigsten wirklich verstehen oder erkennen können. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, dann ist dieses Kind perfekt für die Eltern. Ganz egal, was medizinisch, biologisch oder sonst irgendwie jemand anderer sagt. Ein Mediziner sagt dann vielleicht, das und das ist, aber für die Eltern im Herzen ist es tatsächlich so, dieses Baby ist vollkommen und perfekt und wunderschön. Und das muss ein Kind wissen. Also das fühlt es ja und spürt es ja und weiß es schon tief innen drinnen. Aber da reden wir ja von Kindern, die vielleicht 4, 6 Jahre alt sind und die bereits in dieser Welt schon ihre ersten Erfahrungen gemacht haben, vielleicht mit einem anderen Kind und so weiter. Also, oder mit einem Erwachsenen, der Kinder nicht mag, man weiß es nicht. Aber da wird der Intellekt dazugeschalten zum Gefühl. Also hört es jetzt wieder von meinen Büchern, hey, du bist perfekt. Wenn du auf die Welt kommst, bist du perfekt. Punkt. Ende der Geschichte. Aber nicht wirklich. Ich lese euch natürlich weiter vor und erzähle euch noch ein bisschen. Bleibt dran. Bis zum nächsten Video.